Wusstet ihr schon, dass man erst seine eigene Bank und den genauen Betrag nennen muss, um Überweisungsdaten einer Firma zu bekommen? Hier ist der Callcenter-Crasher mit dem heutigen Video. Die Firma im ersten Anruf wollte all diese Daten von mir haben, bevor sie mir ihre Kontodaten senden wollte. Völliges Chaos also. Die zweite Firma versprach mir einen ertragreichen Markt. Hört selbst, wie deren Strategie ist. Nach dem Intro könnt ihr mal reinhören. Viel Spaß dabei! Hallo? Hallo, grüß Sie. Hallo. Herr Brummer, wie geht's Ihnen heute? Ganz gut. Es freut mich. Mein Name ist Julian, Julian Becker am Apparat. Möchte ich mit Ihnen gern kurz ein Gespräch führen. Was Worüber? bei Ihnen? Also, die Thema ist Online-Investitionen, Investitionen in der Börse, in Rohstoffe, Indizien und in Kryptowährung. Und wie kommen Sie da auf mich? Sie haben schon mal über unsere Werbungskampagnen darauf geklickt und Interesse gezeigt in dieser Richtung. Deswegen rufe ich Ihnen an, Ihnen ein paar Informationen mitzuteilen, was wir anbieten, welche Möglichkeiten haben Sie bei uns, und zusammenzuarbeiten und ein Ziel zu setzen, Ende des Monats eine zweite Einkommensquelle zu verdienen. Ja, dann berichten Sie mal, erzählen Sie mal. Okay, also wir haben verschiedene Möglichkeiten bei uns, automatisches System und manuelles System. Also bei automatischem System anbieten wir einen Handelsroboter. Der Handelsroboter macht unsere Arbeiten leichter und dadurch sicher. Also wenn ich sage sicher, klingt ein bisschen so, aber wir erzielen sichere Gewinne. Wir arbeiten mit Preisdifferenzen von Kryptowährung. Also ich vergleiche das mit einem Händler und einem Kaufmann, wo kauft eine Ware mit einem günstigen Preis zum Market A und geht zum Market B, verkauft das Ware mit einem höheren Preis. Zwischen dieser Preisdifferenz erreicht einen Gewinn. Ja, aber wenn ich doch Also bei Ihnen gar nichts kaufen kann. das macht ein Handelsroboter. Ja, Sie füttern einen Handelsroboter. Dieser Handelsroboter arbeitet mit dieser Kapital, ja, und kauft und verkauft selbstständig. Na gut. Das heißt, Sie füttern einen Handelsroboter und da laden Sie einen Handelsroboter und dieser Handelsroboter arbeitet mit Ihrem Kapital. Das heißt, kauft die Kryptowährung. Es ist verbunden mit 25er Marketplatz und der Kryptobörse. Vielleicht sagt Ihnen etwas Coinbase, Kraken, Binance, Bitpanda. Nee, nicht so richtig. Also, das sind Kryptobörsen und der Marketplatz, wo kaufen wir und verkaufen wir Kryptowährung. Und in diesem Marketplatz, zum Beispiel die Bitcoin, kosten nicht den gleichen Preis. Also gibt Preisdifferenzen dazwischen. Und das erkennt unser Handelsroboter und macht eine Transaktion in innerhalb von 2 Minuten. Das heißt, in der ersten Minute schaut, wo kann man günstig finden, kauft dort und in der nächsten Minute verkauft das weiter mit einem höheren Preis und mit einem Gewinn. Also kann man bei Ihnen auch Kryptos kaufen. Oder nicht? Ganz richtig. Ja. Also Also, die Kryptocoins kann man bei Ihnen kaufen. das kauft der Handelsroboter selbstständig. Also, Sie sind Nee, eine stolze Besitzerin. das war ja nicht die Ja. Frage. Meine Frage war, ob man bei Ihnen Kryptos kaufen kann. Weil Sie sagten, Natürlich. Sie arbeiten nur mit dem Preisunterschied. Das ist ja was anderes. Das ist was anderes. Wie gesagt, wir anbieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt gemeint, die Handelsroboter, die automatische Plattform, wo dort der Handelsroboter arbeitet mit Kryptowährung, aber die nützt die Preisdifferenz, kauft und verkauft in innen von 2 Minuten, ja, Ja, und wenn ich und gar nicht erreicht. Bitte. verkaufen will. Also empfehle ich Ihnen die andere Plattform, wo können Sie in verschiedenen Bereichen aktiv sein, ja, in Rohstoffe, Indizien, in Kryptowährung. Sie können da ein stolzer Besitzer sein von Kryptowährung. Das entscheiden Sie selbst, welche Kryptowährung möchten Sie kaufen. Ja, Sie
Sie haben auch schon gehört, dieser Monat, die Bitcoin hat viel Potenzial gehabt, ist gestiegen mit 45%. Und was ist die Besonderheit bei den Handelsrobotern? Die Gewinne sind gezeigt einmal in Bitcoin und einmal in Euro. Das heißt, wenn die Bitcoin steigt, so wird auch ihre Kapital steigen. Ja, und was kostet so ein Bitcoin jetzt? Jetzt momentan ist circa 27.000 Euro. Okay. Aber wenn ich gucke gerade mal, also wenn ich mal gucke, 45% gestiegen ist aber nicht in den letzten Tagen. Sie haben gesagt, der Bitcoin wäre um 45% gestiegen. 45% gestiegen. Also hat seit die Nachricht das gesagt. Seit wann? Also circa einen Monat her. Nee. Ich sehe ja nee. Ich sehe auch. Ich rede nicht in Luft. Also, wie gesagt, gestern habe ich auch eine Nachricht gelesen und die gleiche vermuten auch die Experten in diesem Bereich. Also, wie gesagt, bei uns haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Das entscheiden Sie selbst, in welchem Bereich möchten Sie aktiv sein. Wenn Sie nicht viel Erfahrung damit haben, ich empfehle Ihnen die automatische Plattform, ja, wo der Handelsroboter arbeitet automatisch und erzielt am Ende des Tages einen risikolos einen Gewinn. Also es gibt auch die Nachteil. Die Nachteil ist, wir versprechen nichts höher Gewinne oder etwas unglaublich. Also kleine Gewinne, aber dadurch sichere Gewinne. Und wie viele Gewinne kann ich bei Ihrer Firma dann machen? Also das liegt mit wie viel möchten Sie anfangen. Das heißt, mit welchem Betrag müssen Sie diesen Handelsroboter füttern? Also wenn Sie mehr investieren, so wie mehr hat Kapital zu kaufen. Ja, aber mir reicht ja erstmal der prozentuale Gewinnsatz. Wieder? Es reicht mir ja erstmal der prozentuale Gewinnsatz. Wie gesagt, das liegt mit welchem Paket füttern Sie diese Handelsroboter? Nee, der prozentuale Gewinnsatz, der ist doch egal, ob ich viel Geld investiere oder wenig Geld. Ist ja nur der prozentuale Gewinnsatz. Die Standardpaket von 200 bis 2500 Euro, Sie haben eine tägliche Schätzung von 0,6% bis 1,2% tägliche Gewinne. Also ich nehme ein Beispiel, wenn Sie anfangen mit 1000 Euro, Sie haben 10 bis 12% 12 Euro tägliche Profite. 10 bis 12 Euro. Ah ja, das ist ja nicht so viel. Also wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, dass wir versprechen nichts größere Gewinne, aber dadurch risikolos tägliche Gewinne. Also das Risiko ist bei 0,03%, wenn alle Kryptowährungen schon mal nach Null gehen. Also da steht auch die Möglichkeit zu verlieren. Ja, gut, das ist ja an der Börse immer so. So, und wie könnte ich jetzt theoretisch bei Ihnen einzahlen? Also wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Einmal Banktransfer, Kreditcard oder wenn Sie Besitzer sind von Kryptowährungen, Sie können auch mit Kryptowährung einzahlen. Nee, ich habe ja keine Kryptos. Also ich würde sowas per Banküberweisung machen. Okay, wir können auch per Banküberweisung das machen oder per Kreditcard. Per Kreditcard, wir wandeln Ihr Geld in Kryptowährung und zahlen dir das. Nee, ich sagte ja Banküberweisung. Banküberweisung, super. Also mit wie viel müssen Sie anfangen, meine Frage? Ja, das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber das spielt ja erstmal für die Bankdaten keine Rolle. Also die Bank spielt ein bisschen Rolle, weil warum? Den Betrag möchte ich eingeben dort. Nee, Sie müssen mir ja nur die Bankdaten schicken. Und dann kann ich ja noch überlegen, mit wie viel ich dann beginnen möchte. Das hat ja auf die Bankdaten keinen Einfluss. Also, wie gesagt, ich brauche die Kapital, wie viel möchten Sie anfangen und die Bank, weil wir haben verschiedene Banken, das heißt nicht nur eine Bank, das liegt, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Wieso, das hat doch damit nichts zu tun. Welche Banken haben Sie denn?
Ja, bitte. Ja, bitte. Hallo, mein Name ist Jimmy Peterson. Spreche ich mit Herrn Rinden, ja? Ja, das ist richtig. Aber Rindensam. können Sie mich noch mal in einer Stunde anrufen? Eine Stunde, okay. Ja, okay. Dann bis dann. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo, Herr Rinderscham, ja? Das ist Jimmy Peterson. Ich habe Ihnen eine Stunde angerufen. Ja, also Sie haben sich kürzlich für den Handel mit unseren Software-Systemen angemeldet und meine Aufgabe ist, Sie Informationen über die wichtigsten Vorteile und Optionen des Systems zu erläutern und Sie zum Kunden zu führen. Ich bin der Mitarbeiter von Gentle Markets. Das ist internationale Investmentgesellschaft. Ja. Ja, Sie haben mit unserer vollautomatischen Software-System Allprofit angemeldet und das ist warum rufe ich Sie an. Ja, also lassen Sie mir eine Frage stellen. Haben Sie bereits Erfahrung im Handel oder ist das Ihr erstes Mal? Erfahrung im Handel habe ich schon, ja. Also, und mit was haben Sie gehandelt? Ja, mit Fernsehern, mit Radiorekordern. Vielleicht haben Sie mit Rohstoffen und Kryptowährungen oder vielleicht Aktien gehandelt. Nein. Also, nun, Fernsehen sind eine gute Erfahrung, um mit dem Trading zu beginnen. Sie haben doch nur gefragt, ob Sagen ich Sie bitte. gehandelt habe. Und ich habe gesagt, ja, habe ich. Mit Fernsehen und Radiorekordern habe ich gehandelt. Das ist super, das ist eine gute Erfahrung auch. Sie müssen sich keine Sorgen um Ihre Investitionen machen. Nö, ich habe ja auch noch gar nicht investiert. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Ja, aber wir bieten Ihnen an, gemeinsam Geld zu verdienen. Also Sie investieren Geld, wir lassen dieses Geld für Sie arbeiten und erhalten 7% Provisionen, wenn Sie abheben. Fair und ehrlich, oder? Bitte was? Ich verstehe es ein bisschen schlecht. Ja, Sie also sprechen nicht so gut Deutsch, oder? ich spreche Deutsch, ja. Nee, nicht, Sie sprechen nicht so gut Deutsch. Ich verstehe Sie kaum. Wo sitzt Ihr Unternehmen denn, wenn Sie so schlecht Deutsch sprechen? In welchem Land sitzt Ihr Unternehmen denn? Netherlands. In den Niederlanden. Ah ja, okay. Ja. Und Also ich sehe gerade, Sie ich möchte rufen mit Ihnen. Augenblick, ich sehe gerade, Sie rufen gerade mit einer Nummer aus Österreich an. Das ist ja aber nicht Ja, ich Niederlande. benutze ja, ich benutze österreichische Nummer. Warum? Weil es ist für mich bequem. Na, das ist ja schön, aber es ist ja nicht seriös, wenn Sie vor allem ist es ja sogar verboten. Wenn Sie aus Niederlanden anrufen, dann müssen Sie auch eine niederländische Nummer haben und keine österreichische. Das ist in Deutschland verboten. Aber das ist nicht verboten im EU. Doch, natürlich, in Deutschland ist es verboten. Und Sie rufen in Deutschland an. Also, darf ich Ihnen über unsere Plattform erklären etwas? Unsere Plattform ist vollautomatisch, wie ich habe gesagt, ja. Wir haben speziell dafür entwickelte Roboter, handeln darauf. Das heißt, Sie benötigen nicht die direkte Teilnahme am Handel. Aber wenn Sie möchten, können Sie auf unserer Plattform natürlich auch selbst handeln. Ja, also unser Software-System arbeitet 24 Stunden täglich und analysiert den Markt technisch und kontrolliert es. Und im Laufe des Handels bekommen Sie Unterstützung von unseren Finanzexperten, die Ihnen bei der Entwicklung einer individuellen Handelsstrategie helfen werden. Also bleiben Sie während des Handels immer in Kontakt mit unseren Finanzexperten.
Ja, wir arbeiten mit der Handelsstrategie CFD, das heißt Contracts for Difference auf Deutsch, auf Englisch, Entschuldigung. Bei dieser Strategie handeln wir nicht mit den Ressourcen selbst, nicht mit Fernsehern oder Radios, sondern mit der Dynamik ihrer Preise. Damit können Sie mindestens 35 bis 40% monatlich verdienen und sobald Ihr Konto auf unserer Plattform aktiviert ist, beginnt unser automatisiertes System zu arbeiten. Okay. Ja, also der Roboter eröffnet Ihre Trades und schließt sie im Laufe des Tages. Ja, also die natürlich arbeiten wir nicht umsonst. Wir nehmen nur 7% Provisionen. Ich denke, dass wenn Sie abheben, wenn Sie das Geld auszahlen, ja, ich denke, das ist fair und ehrlich, oder? Also deshalb bitten wir Ihnen an, Geld bei uns anzulegen. Es ist wie mit dem Bank. Sie investieren Geld, genau wie bei einer Einzahlung bei der Bank, ja, und Ihr Geld arbeitet für Sie und bringt monatliche Gewinne. Habe ich verstanden. Sagen Sie bitte, mit welcher Summe möchten Sie starten? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Ich weiß ja über Ihre Firma noch nichts. Sie haben ja noch gar nichts. Sie Also. haben nur gesagt, was Sie machen, aber ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts. Erzählen Sie doch Okay, ein bisschen Sie was können. über Ihre Firma. Ja, natürlich, Sie können über unsere Firma im Internet suchen. Nee, ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Können Sie mir über Ihre Firma nichts sagen? Also, was möchten Sie wissen? Zum Beispiel unsere Adresse oder? Zum Beispiel, wo Sie registriert sind, Ihre Adresse. Wo ist denn Ihre Adresse? Wo liegen Sie denn? Ah, ja, unsere Adresse ist Gustav Mahler Prime 109 in Amsterdam, Niederlande. Okay, Ja. gut. Das ist schon Und mal gut zu wissen. andere Office ist in Singapur, aber ich erinnere mich nicht die Adresse. Und wo ist nun Ihr Hauptsitz, Ihr rechtlicher Sitz? Im Niederlande. Das ist Ihre Adresse, okay. Das ist Ihr Hauptsitz, okay. Und ich weiß ja, dass Sie sind ja ein Finanzdienstleister. Ist das richtig? Ja, ne? Wie bitte? Sie sind also ein Finanzdienstleister. Dann ist die Frage, wo sind Sie Ah. reguliert als Finanzdienstleister? Ah, ja, natürlich. Wir sind reguliert mit CISEC. Wissen Sie diese Regulator? Ah, das ist Kyprian Regulator. Ja, Ja. aber warum? Sie sind doch in, Ihr Hauptsitz ist doch in den Niederlanden. Warum sind Sie da nicht in den Niederlanden reguliert? Ja, aber doch. Die besten Regulatoren für Krypto, Trading und so weiter sind im Cyprus. Nein, das stimmt nicht. Nein. Nein, das stimmt nicht. Doch. Es Nein, gibt keine Regulatoren in doch gibt Amsterdam es. und im Netherlands Doch in auch. den Niederlanden gibt es auch Sagen ein Sie bitte, welche? Kann ich Ihnen gleich sagen, Augenblick. Schauen wir doch mal schnell nach. So. Ja, natürlich. Ja, schauen wir doch mal in den Niederlanden. Da gibt es die Autorité Financière Marketing und die Nederlandsche Bank. Das sind die Regulatoren. Ah, meinen Sie FCA? Nein, habe ich nicht Ja. gesagt. Die FCA ist nicht für die Niederlande. Die FCA ist Wel für UK. welche Autorität? Und welche haben Sie gesagt? Autorität Finanzielle Markten in Niederlanden oder die Autorität Niederlandsche finanzielle Bank. Marketing sind sehr
Korrupt in Englisch. Was? Die offiziellen Behörden in den Niederlanden sind korrupt? Ja, natürlich. Wissen Sie das nicht? Und Sie sagen, in Zypern ist es nicht korrupt. In ganz Europa ist natürlich bekannt, ja. In ganz Europa ist bekannt, dass die Regulation für die CYSEC ein Witz ist, ein absoluter Witz. Die regulieren nicht wirklich. Das ist nicht ein das Witz. Wird von vielen auch genannt die Coffeeshop License. Okay, suchen Sie bitte im Google nach CYSEC. Ja, ich kenne die CYSEC. In Deutschland ist wesentlich, ist ja, eine ganze, kennen Sie das? In ganz Europa und in ganz Deutschland ist ganz viel über die CYSEC zu lesen. Nämlich, dass die keine wirkliche Regulierung sind. Die ist nichts wert, deswegen wird ja auch Coffeeshop License genannt. Und sie sind also nur bei Sie der bitte. CYSEC reguliert, ja? Wie kann ich das phrasieren? Als EU-Mitgliedstaat, ja, entsprechend die Finanzvorschriften und Operationen des CYSEC, Europäischen Finanzharmonisierungsgesetz. Was? Was sagen Sie da? Wissen Sie, dass als EU-Mitgliedstaat, ja, die Finanzvorschriften und Operationen des CYSEC, dem Europäischen Finanzharmonisierungsgesetz. Ja? Nee, oder? Was denn jetzt? Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Sortieren Sie doch erstmal Ihre Worte. Entschuldigen. Das also die CYSEC hat einen ganz, ganz schlechten Ruf in ganz Europa. Also Firmen, die bei der CYSEC reguliert werden, wenn sie in Deutschland wären, dann wüssten sie zum Beispiel die BaFin. Die reguliert sehr gut. Oder meinetwegen auch die FCA. Aber da sind sie ja nicht reguliert. Oder haben sie eine Regulation bei der BaFin oder bei der FCA? Ja, aber Zypern ist ein Teil von Europa. Ja, aber trotzdem, warum denken Sie das? Trotzdem ist die Regulation nichts wert. Das ist überall bekannt. In Zypern lassen sich die ganzen Betrüger immer lizenzieren. Das ist nichts wert, die Regulation über Zypern. Es ist dem Unternehmen überlassen, welche Lizenz es ist. Ja, natürlich, natürlich. Es ist dem Unternehmen dann überlassen, zu sagen, wo sie reguliert sind. Und da muss das Unternehmen damit rechnen, wenn sie sagen, sie sind bei der CYSEC reguliert, dass sie keine Kunden kriegen, weil kaum Kunden bei der CYSEC reguliert werden wollen und damit Firmen zusammenarbeiten, die bei der CYSEC reguliert werden. Wenn sie ja, sonst, aber haben Sie warum? Sonst keine Regulation irgendwo? Haben Sie nur die CYSEC? Ich verstehe diese Frage nicht. Entschuldigung. Haben Sie sonst nur, keine nur mit Regulation? CYSEC, ja. Warum, okay, warum vergeben Sie das CYSEC gibt Lizenzen zu Betrügern? Ja, warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine Coffeeshop-License, das ist in ganz Europa bekannt. Die meisten. Okay, also sagen Sie bitte, ja. Sind Sie nicht interessiert, ja? Oder? Solange Sie bei der CYSEC reguliert sind, nein, bin ich nicht. Wenn Sie keine andere Gut, Regulation danke. Haben, dann nicht. Auf diesem Fall danke für unser Gespräch, ja? Ja. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Übrigens, nochmal eine andere Frage. Wo haben Sie eigentlich das Double Opt-in, mich anrufen zu dürfen? Ich kann das nicht sagen. Ja, das ist das Problem. Das heißt, Sie sind also auch eine Betrügerfirma. Warum? Sie müssen ein Double Opt-in von mir haben. Doch, doch, doch. Sie haben mich angerufen ohne ein Double Opt-in. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Erklären Sie bitte. Das ist die Genehmigung, mich anrufen zu müssen.
Wenn Sie meine Telefonnummer haben, dann müssen Sie mir per SMS einen Code schicken, den ich dann bestätigen muss und erst dann dürfen Sie mich anrufen. Und dieses Double Opt-in haben Sie nicht. Ich habe Ihnen kein Double Opt-in gegeben. Also nein, das ist falsch. Sie haben Ihre Daten hinterlassen. Nein. Das ist völlig egal. Sie müssen mir erstmal eine SMS schicken oder eine E-Mail schicken, wo drin steht der und der Code und den müssen Sie dann den muss ich dann auf Ihrer Webseite bestätigen. Erst dann dürfen Sie mich anrufen. Das ist das sogenannte Double Opt-in. Das ist Gesetz. Also denken Sie so? Das weiß ja. ich. Das weiß ich. Das ist das Telekommunikationsgesetz. Also sind Sie auch eine Betrügerfirma, offensichtlich. Und sagen Sie bitte, wofür haben Sie Ihre Name, Vorname, Nummer und E-Mail hinterlassen? Ja, das habe ich hinterlassen, damit ich ein Double Opt-in geben kann. Aber ich kann Ihnen keins geben, wenn Sie kein Double Opt-in mir keinen Code senden. Sie haben keinen Code an mich gesendet, den ich irgendwo eingeben konnte. Das heißt, Sie arbeiten jetzt schon illegal. Das ist falsch. Nein, wir das ist richtig. Nur legal. Nein. Nein. Okay. Nein, sind Sie nicht. Falsch. Nein, nein, Sie lügen. Sie lügen, Sie sind offensichtlich eine Betrügerfirma. Jede reale Firma holt ein Double Opt-in ein und erst dann rufen Sie mich an. Wo haben Sie denn meine Daten her? Haben Sie irgendwo gekauft, ne? Nein. Bitte? Nein. Ja, wann habe ich mich denn da eingetragen? Herr Rindenstam. Ja, wann habe ich mich denn bei Ihnen eingetragen? Das müssen Sie ja wissen. Ich weiß nicht, ich rufe Sie, weil Sie Ihre Daten hinterlassen. Wann habe ich die Daten denn eingetragen? Das ist meine Frage. Wann habe ich mich eingetragen? Wann? Okay. Geben Sie einen Moment, bitte. Ja. Das war 31. März. 31. März, nee. Da war ich im Urlaub. Und genau deswegen, Urlaub. Genau deswegen braucht man ein Double Opt-in. Sie wissen gar nicht, was ein Double Opt-in ist. Da kann jedermann mich eintragen und meine Nummer eintragen und dann müssen Sie mir eine SMS schicken, die ich dann bestätige auf Ihrer Webseite. So kann mich mein Nachbar eintragen, wenn der mir was Böses will. Dazu ist dieses Double Opt-in da. Also Sie haben kein Double Opt-in. Okay, ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub, keine Ahnung. Also kann das ja nicht real sein. Wo habe ich mich eingetragen, haben Sie gesagt? Sie haben mit Oil Profit angemeldet. Oil Profit? Sagt mir nichts. Ja. Aber trotz allem brauchen Sie ein Double Opt-in. Deswegen brauchen Sie ein Double Opt-in, das Sie nicht haben. Sie können mich mal an Ihren Datenschutzbeauftragten weiterverleiten. Dann kann der mir das ja sagen, sicherlich. Sie haben ja sicherlich einen Datenschutzbeauftragten. Na gut, wenn Sie so denken, kann ich weiß leider es. Nicht. Ja, wie? So, Sie wenn, müssen wenn mich Sie doch so, an Ihren Datenschutzbeauftragten wenn Sie wissen das, weiterleiten. Ja. Wenn Sie müssen mich an den Datenschutzbeauftragten weiterleiten, wenn Sie sagen, Sie rufen rechtlich sauber an. Da müssen Sie mich an den Datenschutzbeauftragten weiterverleiten. Wer ist Ihr Datenschutzbeauftragter? Ich habe nicht gehört, die zweite Part. Was? Ich habe gefragt, wer Ihr Datenschutzbeauftragter ist. Ihre Akustik ist sehr schlecht. Ja, natürlich. Ihr Datenschutzbeauftragter, den möchte ich gerne sprechen. Wie? Ich möchte gern Ihre Datenschutzbeauftragten sprechen. Also okay, aber ich kann Sie nicht zu Ihnen rufen. Warum nicht? Sie müssen das sogar. Sie haben kein Double Opt-in oder Sie wissen es nicht. Da müssen Sie mich mit dem Datenschutzbeauftragten verbinden. Das ist Gesetz.
Das ist super, aber wir sind Ja. nicht in Deutschland. Ja, das ist, aber Sie rufen in Deutschland an. Sie rufen in Deutschland an, Und? deswegen müssen Sie das machen. Sie rufen in Deutschland an, deswegen sind Sie verpflichtet, mir das Double Opt-in zu nennen und Sie sind verpflichtet, mir den Datenschutzbeauftragten zu geben, damit der das klarstellen kann. Wie heißt denn Ihr Datenschutzbeauftragter? Ja. Wie bitte? Ach, jetzt versteht er wieder nichts. Wie heißt denn Ihr Datenschutzbeauftragter? Karl, Ja, volle warum Name, möchten Sie das? Telefonnummer. Ich weiß das nicht. Ja, das ist das Problem. Sie haben gar keinen Datenschutzbeauftragten. Jeder Mitarbeiter einer Firma weiß, wie der Datenschutzbeauftragte heißt. Doch, doch, wir haben das. Ich Ja, weiß wer ist es den denn? Namen, aber. Sie müssen das doch wissen. Dann leiten Sie mich weiter an den Datenschutzbeauftragten. Wenn Sie möchten es, gehen Sie Nein, ich, nein, auf nein, nein, unsere das müssen Sie Website und jetzt am, dann Te können das Sie müssen Sie alles jetzt am Telefon machen. finden. Sie müssen das jetzt am Telefon machen. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet. Nein, ich muss das nicht machen. Ja, weil Sie ein illegales Unternehmen sind, weil Sie einfach eine Betrügerfirma sind. Wer hat das gesagt? Ich habe Sie doch gehört. Ich habe das gesagt. Von wer? Na gut, denken Sie so. Ja, das weiß ich sogar. Nur Nein, das weiß Sie ich wissen nicht. nichts. Sie rufen den Das Deutschland geht an nicht. und wollen deutsche Bürger betrügen. Denn sonst würden Sie mich mit dem Datenschutzbeauftragten verbinden, wenn Sie schon selber kein Double Opt-in haben. Sie haben offensichtlich keinen Datenschutzbeauftragten. Das heißt, Ihnen ist das deutsche Recht völlig egal. Also sind Sie eine Betrügerfirma. Warum betrügen wir Firma? Wir bitten Ihnen, gemeinsam Geld zu verdienen. Nein, bieten Sie Das nicht. ist kein Betrug. Doch, natürlich. Sie können mir doch nicht mal sagen, wo Sie reguliert sind, außer bei der CISEC, die nichts wert ist. Ein europäisches Unternehmen ist immer auf Aber mehreren Seiten reguliert. CISEC ist genug. Nein, ist nicht genug. CISEC ist nichts wert. Wenn Sie Das ist jetzt nicht genug bei für der Sie. BaFin reguliert werden, dann wäre das was anderes. Oder bei der FCA. Aber sind Sie ja nicht. Und somit ist Ihre So. Regulation nichts wert. Okay. Sie haben keinen Datenschutzbeauftragten, an den Sie mich weiterleiten können. Das kann nur illegal sein. Das kann nur eine Betrügerfirma sein. Ja, ich verstehe jetzt, dass wir passen nicht zueinander. Nee, Ja, natürlich nicht. Bei danke schön Betrügern für werde ich nicht unser Gespräch einzahlen. und Natürlich. Genau. Tschüss, du Betrüger. wir sind kein Betrüger. Ihr seid Betrüger. Ihr seid Tschüss, du Betrüger. Arschloch. Ach, Tschüss. ah, jetzt kommt der Wahre.